Alter, dieses Spiel verwirrt mich auf so vielen Ebenen. Was für eine Perle. Die ist auch nur in so geometrisch so eckig fliegen und fahren kann. Das wäre jetzt natürlich der bessere Reveal gewesen. What the fuck? Hey, der hatte gar nichts getan. Sein Kumpel aber. Dieses ganze Volk hat sich direkt disqualifiziert. So funktioniert das. Racist. Robo-Racist. Und sie haben hilfreiche Energieanzeigen durch ihre Augen. Ist denn der Berserker-Modus, der aktiviert wird? Wie so ein MMO. Ja. Wie ist wirklich sogar dabei? Das ist wirklich so. Oh, was ist denn dieses Spiel? Why? Why? Und warum haben die Menschen nicht schon alles? Warum ist der Oniklar nicht der Herrscher der Welt, wenn sie einfach Roboter haben? Oh Gott. Die sind selbst und uns überlegen. Fernseher und. Ja, alles. Ach, das sind auch Roboter, die da drin stehen im Hintergrund. Ach, wieder so ein Ding. Drei Züge. Und ich weiß noch. Ich muss erstmal mich orientieren. Meinst du nicht, das hier muss in der Mitte? Das muss doch bestimmt in der Mitte. Ja, garantiert. Also muss man das irgendwie ja nach das schon mal links oder zwei. Unten schieben, aber vielleicht nicht als erstes. Guck mal, und das hier ist, man sieht einen Punkt, und das hier ist oben links, das hier ist unten, oben rechts, das ist oben links, so. Wenn du was nach unten rausschiebst, dann kommt es oben wieder, oder wie ist das? Das ist drei. Ja. Ja, genau, okay. Weil jetzt kannst du ja schon mal aufhören. Das nee. Fast. Aber nicht schlecht. Na, guck mal, das muss ich. Weil So. Und oh ja, du hast es schon fast. Dann mache ich jetzt. Ja, nee, ja, genau. Und dann den unten so, rechts. Ja, und so. Ne? Ja. Nice. Das sah komplizierter aus als es. Tanegashima. Okay, doch noch das Gewehr gefunden. Wir haben sogar 10 Kugeln dafür seit 2 Stunden. Wie verunsichert wir sind die ganze Zeit mit dem. Verbessert. Wir haben die erste Version nicht gefunden. Oh, tatsächlich. Ja, dann werden wir halt direkt Imbar. Die will ich direkt beim ersten nächsten Gegner benutzen. Direkt eins ins Gesicht. Also jetzt kämpfen wir einfach mit so einem Gewehr gegen Roboter. Onimusha. Man muss auch mal die Musik genießen können. Echt? Also was ist hier? Also jetzt bin ich wirklich, war noch nie so gespannt, was, wie sie Luc Besson begründen. Luc Besson? Das ist. Das war der Regisseur, Robin. Mann, jedes Mal! Irgendein Franzose. Guildenstern, war das nicht der aus dem ersten Teil? Was, wer? Werter Herr Nobunaga, ich frage mich. Guildenstern war, glaube ich, dieser. Achso, ja, doch, genau. Oder war das Fortinbras? Nee, Fortinbras war das der Endboss. Okay, genau, nochmal Guildenstern war dieser komische Typ, genau. Ich frage mich, ob du mit der goldenen Statue des Bösen, die neulich fertiggestellt wurde, zufrieden bist. Als einer der besten Ingenieure der Dämonenwelt habe ich sie entworfen und deinem Plan gemäß errichten lassen. Meiner Meinung nach hätte König Fortinbras niemals so eine geniale Idee gehabt. Das Projekt hat mir viel Spaß bereitet. Wende dich für alle weiteren Projekte bitte jederzeit an mich. Ich verspreche, dass ich mich mit Leib und Seele für deine Belange und Wünsche einsetzen werde. Dein treuer Diener, Guildenstern. Also diese Dämonen hören sich viel menschlicher an als alle Menschen, die gerade die irgendwie ja, geregnet ne? haben in den letzten Stunden. Menschlicher als Scully und Mora. Was war da jetzt nichts drin in diesem Leuchtdings? Ne, das ist Magie. Ein Magiefaden. Ach so. Was ist denn? Das ist einfach eine Folter mit. Ah, das ist wieder sowas. Das explodiert okay. Dann oder was? Das ist auch so ein Ding, ne? Dass man zwischen Fern- und Nahkampf vielleicht ein bisschen flüssiger wechseln können sollte. Ja, es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis man so weit war. Bäm, ey, habe ich wieder einen einzigartigen Pilz gefunden. Das ist ein Puzzle. Okay, warte, nee, das ist easy. Das ist einfach nur, überall muss 34 gegeben, hundertprozentig, oder? 15 plus 21 so, ja, plus 3 ist 24, also 10. 14 plus 11 ist 35. Das ist was? Das ergibt ja keinen Sinn. Und nee, ist 25, ist auch 25. Deswegen, 25 ist eine 2? Das ist eine 2, ja. 25, 27, aber auch noch 7. 15 plus 14 sind 29. Sudoku nur anders. 29. Diagonal, 30. Gilt das auch diagonal?
34. Nee, ne? Warte kurz. Sehen wir gleich 15. Nee, dann würden die Striche da sein. Es ist nur waagerecht und horizontal. Ich muss aber das andersrum machen. Da kann ich nicht wieder rausnehmen. Kannst du nicht überschreiben? 14, 4 plus 12 sind 16, plus 8 sind 22. Weißt du, ich habe doch jetzt ein Problem. Nee, das sind 16. Nee, passt ja. Ach doch, Diagonal. Ja. Guck an. War wohl doch nicht richtig, Robin. Hä? Ich habe jetzt nicht mitgezählt bei deinem Versuch gerade. Also, warte mal. Hä? Stopp. Also hier. Also das eine kannst du ja garantiert machen. 9. Ich habe es auch wieder vergessen, was hier drin war. 15 plus 6 sind 21 plus 24, 10. 24 brauchen wir 10, genau. Passt ja auch waagerecht, weil das sind 18, 29, 34, genau. 25, 27, also ist eine 7. So, ich habe gerade hier die 1 gemacht und da die 4. Ich glaube, hier sollte statt... Kann ich auch dahin. Warte mal, 3 plus 2 sind 5. Das ist echt schwierig, weil ich jetzt nicht so recht weiß, wo man nicht anfangen soll. Wo ich wissen soll, wo man nicht anfangen soll. Also ich würde schätzen, dass die 13 unten links muss und oben links die 1. Dann sind das nämlich diagonal 7, 18 und dann muss hier die, 4 und die 16 unten. Rechts unten. Ja, das eine, das die ganz rechte Leiste hatte gerade nicht funktioniert. Ja. Goldschlüssel. Den brauchen wir für das eine Ding im Maschinenraum. Mhm. Oder was das war. Wir hatten noch das eine Ding, wo er gesagt hat, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das kann gut sein. Ominous. Scharlachrotes Juwel. Das oh ist mein dann, Gott, wie viel? Da nehme ich garantiert drin. Wie viel Juwele und Kram und hast du nicht gesehen. Ist halt so ein, weiß ich nicht, so ein richtiges Videospiel. Videospiel. Resident Evil appt noch nach. Kann ich runterspringen? Nope. Er weiß auch nicht, was er machen soll. Aber der arbeitet ja da nur. Aus, als ob die eine Leiter auf dem Rücken haben. Meinst du, der arbeitet? Guck mal, die machen noch gar nichts. Ha. Du bist bestimmt belohnt, wenn du die nicht angreifst. Ja, weil die gleich alle auf einmal kommen. Wie derpy die einfach aussieht, ist unglaublich. Kommt bestimmt gleich ein Riesenroboter. Erinnert mich auch noch, erinnerst du dich auch an dieses Top-Down-Spiel Tower of Dingens, das dann 60er Jahre Regisseur im Hintergrund ganz hätte. Ach so. Da haben nämlich diese, da werden die auch als Gegner aufgetaucht. Tower of. Wie hieß denn das? Das hat ja irgendeinen voll generischen Namen. Da weiß ich aber nicht mehr. Kann ich da lang springen, ja. Boah. Das war ja ein glücklicher Zufall. Wow, 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 wow. Oh. Das muss ich alles manuell machen. Ja, da muss irgendwas rein. Hä? Haben wir noch irgendwas? Oder komme ich von hier jetzt woanders hin? Nee. Aber da ist doch noch eine Leiter gewesen. Ja, ja, ich dachte, aber die kommt ja einfach nur und die ist kaputt. Deswegen muss ich hier lang. Haben wir nichts mehr? Wie man einfach von einem Schloss zum nächsten kommt. Oder probier den einfach nochmal, genau. Nee, wir haben eine Flöte. Ein Passierschein. Passierschein. Nee. Ach man, wow. Dann müssen wir jetzt irgendwie nochmal ein bisschen... Also das ist einfach eine runde Kugel oder was? Ich will jetzt nochmal reingucken kurz, was die Beschreibung ist. Da ist ein rundes Schlüsselloch. Ich brauche einen Schlüssel. Na gut. Oh man. Kann ich irgendwie... Warte mal, kann ich hier zwischen... hier irgendwas machen? Schon aktiviert. Ja. Kann ich hier umdrehen? Nee. Nee, auch nicht. Das ist ja noch ein. Nee, das ist der Aufzug, den ich hier unten zurückgekommen bin, ne? Mhm. Naja, dann fahren wir nochmal hoch und gucken mal. Ich habe doch immer noch keine Waffe, um dieses goldene Ding kaputt zu machen. Das ist der einzige Weg, den mir jetzt noch einfallen würde. Vielleicht ja, weil wir haben blau, grün und. Violett. Violett, genau. Oder so. Ach. Very mysterious. Was war denn das da oben? Keine Ahnung. Ach, das ist die eine, an der wir gerade standen. Sicher? Oder nee?
Warte mal, nee, ich muss rückwärts. Pass auf, pass auf, pass auf. Das verwirrt mich gerade. Ich renne einfach mal dahin. Nee, das war in dem ganz großen Raum mit den Statuen. Okay. Aber die eine Tür sah aus, als ob wir sie noch gar nicht gecheckt hätten, was ja nicht stimmt. Ja, das ist dann, vielleicht war einfach noch eine, die wir übersehen haben. Oder ich habe auch den Schrein noch nicht untersucht, fällt mir gerade ein. Den wir einfach nicht interagiert haben. Genau, hier. Aber da komme ich einfach gar nicht hin, da muss ich, glaube ich, die Frau erst für wegmachen. Okay, ja, das stimmt. Oder vielleicht kann ich ja doch hier lang, ich habe es noch nicht gesehen. Nee. Und die Tür nochmal anklicken? Einfach das habe ich gerade schon. Okay. Wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Guck mal, rechts geht hier unmöglich lang, da ist es grau, da kann man nicht hinlaufen. Nee, du hast schon recht, man macht hier die... Verschwindet einfach irgendwann. Ich untersuche nochmal den Schrein. Aber dass man so Sachen doppelt benutzt, ist ja auch eigentlich nicht der Fall, ne? Dass man den goldenen Schlüssel jetzt noch woanders nutzt. Nein, diese ganzen Türen haben halt keine Schlüssellöcher, deswegen hier, aber normalerweise schon. Ah! Oh, what? Da war kurz. Ach so, stimmt, weil ja Dings gesagt die Drache, hat. Ja, ja. Ach, das haben wir einfach vergessen. Ja. Und die Drachen sind immer die Waffen. Ah, tut uns leid. Wow! Ich wollte gerade sagen, das war kurz sehr. Ein Kreuz, dachte ich auch erst. Das ist ein ziemlich großer Hammer. I like it. Nice. Hey. Wow! Wiese. Alter. Ja. Egal, komm. Schnell diese Kugel. Oder auch nicht. Okay, ja, alles klar. Tschüss. Ja, wir hätten ja jetzt die Knarre, mit der wir die da oben wegschießen können. Ah, richtig. Das ist echt nur eine Zweier-Kombo. Ja, ist auch sehr langsam. Ja. Die spannendste aller Waffen. Kann man einfach. Kriegt man mehr Leben auch von den Gegnern vielleicht? Es wirkt so gerade, als ob. Also, es wirkt auf jeden Fall. Leichter Schwierigkeitsgrad. Ja. Es wirkt wie ein ordentliches Upgrade, dieser leichte Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, hier konnte ich auch noch. Nee, ist auch verriegelt. Kann ich auch nicht durch. All diese Geheimnisse. Ah, ich mag aber so. Es ist ein Metroidvania Light. Ein Mini Metroidvania. Boah, bin ich dem beabsichtigt gut ausgerüstet. Ich finde das immer an der Stelle übertrieben, wenn man. Huch, was denn? Wait. Das passt doch viel zu gut. Auf die Dinger hier hauen? Auf die Hände? Ja. Auch. Achso, nee, du willst auf die Dinger hauen. Stop it! Nee, schade. Ich dachte, du willst auf die Hände hauen von der Statue. Oh, das geht auch. Aber die wirken so nicht interaktiv. Damn it. Nee, schade. Ich mochte beide Ideen. Ja. Wenn man irgendwie Sachen freischaltet und dann 2 Meter danach das nächste Hindernis kommt, das finde ich immer ein bisschen... Ach so. Ja, das in der Tür und dann direkt dann das war jetzt wirklich sehr komisch. Und generell, wenn Spiele, wenn du so ein ultimatives Ziel hast in einem Spiel ja. und das immer das gleiche ist und sich dir immer nur Sachen in den Weg stellen. Das ist das Allerschlimmste. Ja. Und das sind immer so, leider ist Sherry gerade im Urlaub. Kannst du ihm. Hä? Ja, Gott, den machen wir normale Schläge. Achso, ich dachte, das war Magie. Alter, diese Magie von ihm ist ja einfach so eine Druckwelle, die alle tötet. Okay, ihn nicht. Aber die anderen waren voll weit weg, sind einfach gestorben. Wirklich. Also wer auch immer die Waffe, die designt hat, hat sich so gedacht, ja komm. Urlaub. Reicht dann auch. Guck mal, wie stark diese Magie-Ding ist, ey. Ja. Meine Fresse. Ey, ist das jetzt mal ein einzigartiger Pilz? Kein Unterschied sehe zwischen Magie und normalen Angriffen. Ja, der macht einfach eine größere Druckwelle. Springt ein bisschen dabei. Ja komm, ich kann ja auch mein Schwert gleich auf Level 3 upgraden, sobald ich... Ich renne die ganze Zeit an dem Schrein vorbei, soll, hätte ich noch nichts machen können. Stimmt. Wo kriege ich eigentlich... Warte mal. Ist 12 etwa Maximum? Nee, ne? Weil es gerade... Doch, ich glaube, ich bekomme nicht mehr. Oh nein, das habe ich schon vor lange. Dann bekomme ich die ganze Zeit... Shoot. Ach doch nicht, okay, schon gut. Dann aber. Oh Gott sei Dank. Fuck you! Wenn einfach noch zusätzlich einfach ein Blitz aus dem Himmel beschworen würde, das ist hervorragend. Kreisschlüssel. Endlich den Frauenschlüssel gefunden. Oder den für die andere Tür, das kann auch sein. Wirklich, lag jetzt einfach random Schlüssel auf dem Boden. Das ist mega lame.
Wie sie einfach hier so einen leeren Raum okay. Das wäre sehr lame gewesen. Ja. Wenn das jetzt eine Abkürzung dahin ist, das wäre gut. Dann kommst jetzt vielleicht, glaube ich, eher aus der Tür gleich raus, die... Ah, okay. Oh, nee. Doch, von hier. Oh. Gotta go. So, dann rüste ich jetzt aber, wenn ich daran vorbeilaufe, einmal schnell das Schwert auf. Das sollte nämlich dicker reichen. Also ich hoffe es doch. Ich weiß gar nicht, was wir machen, weil wir haben ja die Flöte sehr schnell gefunden. Ich weiß nicht, wofür der Rest dieses Schreines hier gerade noch gut ist. Ja, wir kommen ja eh nicht woanders hin. Yeah. Ist das Maximum? Ich hoffe, das ist das Maximum. Yeah! Yes. Bang, guck, wie cool es aussieht. So, und jetzt? Ich würde ja Rüstung eigentlich sagen, aber brauchen wir nicht mehr so wirklich. Ja, ich hoffe, das beißt uns nicht irgendwann in den Hintern. Aber ja, die Sache ist, ich benutze ja eh immer das Schwert. Dann lass doch einfach kommen. Oh, wieso ist das so viel drauf? Nee, das kriegen wir. Ich mag auch mal, dass sie ein bisschen optisch sich ganz leicht verändern. Und dann machen wir noch. Den Rest lassen wir also kurz da. Können wir eh nichts mitmachen. Ja. Speichere ich nochmal kurz. Man weiß ja nie. True. Soll ich auch überspeichern? Ja, da haben wir immer noch unseren harten. Wer weiß, vielleicht kehre ich ja irgendwann zurück und spiele das Spiel komplett auch mal auf normal durch. Bestimmt. Besiege diesen Boss auf normal. Lasse dir zumindest diese Illusion. Hey. Weil dann machst du dir vielleicht nicht mehr so viele Vorwürfe. Hey. Alle Leute, die meinen PlayStation 2 Gamerscore sehen, werden das in Zukunft wissen und sagen, haha, der Robbe hat nur 998 Punkte in Onimusha 2. Der hat ein Spiel auf einfach durchgespielt, der kann ja kein richtiger Spielejournalist sein. Ich diskreditiere ihn hiermit komplett. Nicht nur ein SJW, auch noch ein Noob. Ein Casual und ein SJW. SJW, Spiele jetzt weich gespült. Oh. So. Doch noch gerettet. So, ich gehe einfach noch aus, dass der schön lief ist. Geil. Yes. Hoffentlich ist da noch eine Tür hinter. No. Was ist er denn? Musik, hört auf. Wie du es erstmal versuchst zu schlagen. Was ist er denn? Wow. Sollst du das von oben imitieren? Ja, das ist mir, das verstehe ich, aber... Tauscht immer. Ja. Ich hab's. Ich hab's, Tom. Ich weiß, machst genau, das so schnell, dass ich gar nicht groß. Ich weiß exakt, was ich machen muss. Do you? Ja. Ich glaube, ich muss jetzt noch den machen. Dann hab ich gleich den. Dann muss ich noch den. Wenn ich jetzt nämlich den und den mache und den dann auch noch, dann ändert sich schließlich damit, dass ich beide gleichzeitig da habe. Nee. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Du tauscht. Mach jetzt mal den. Also es geht immer nur die beiden nebeneinander zu tauschen, oder? Ich weiß es nicht. Ich guck mir mal kurz die TS-Notiz an. Was ist das denn? Das ist die IP-Adresse, falls ich da im In letzter Zeit ist mein Herr unglaublich beschäftigt mit der Verwaltung der Dämonen. Siehst du, das ist einfach Menschen. Ja, dem Plan von Menschenjagden, dem Besuchen der Baustelle der heiligen Städte und dem Errichten des Turms von Schloss Gifu. Da ich nur ein Mensch bin, war es für mich zu schwierig, überall dort zu sein, wo mein Herr sich gerade aufhielt. Aber dank diesem wunderbaren Ding, dem Lichtpfad, kann ich im Handumdrehen zwischen der heiligen Stätte und Schloss Gifu hin und her reisen. So kann ich ganz meinem Herren dienen. Ist das das, wo wir schon waren gerade? Das sah nicht so lichtbrückenmäßig aus, oder? Ja, das war zumindest eine Lichttür. Das ist, glaube ich, das, was wir hier aktivieren, ehrlich gesagt. Probably. So, aber wir wollen, ich will doch nicht hier weg, bevor ich die Frau nicht aufgemacht habe. Wir kommen vielleicht ja nochmal hier. Ich habe das runde Schlüsselloch, vielleicht muss ich das nochmal damit benutzen. Das ist ein runder Schlüssel, vielleicht ist der vorbei. Aber wir haben noch nie was zweimal benutzt, oder? Ja, aber ich behalte die ja im Inventar. Ich meine eigentlich, die gehen weg aus dem Inventar, wenn ich sie benutzt habe. Egal, so, die Lösung, Tom? Naja, es ist doch so, dass du einfach immer das tauscht, worauf du klickst mit der leeren Fläche. Also wenn du jetzt nach ganz links gehst, tauschst du das jetzt mit dem aus, ne? Genau. Aber warum kann ich jetzt die beiden rechts nicht mehr benutzen? Das ist ja doof. Weil es immer nur zwei geht. Immer nur zwei übergreifend. Das heißt, jetzt kannst du auf den Kreis gehen. Klar. Jetzt tauschst du den leere Stelle mit der links daneben. Ja. Ja. Und dann mit dem ganz links. Obwohl, nee. Tausch nochmal die leere Stelle mit dem eins links. Jetzt eins rechts. Jetzt zwei links.
Jetzt, genau, den ganz links einmal drücken. Den? Ja. Dann den rechts. Den? Nee, den. Dann zwei rechts. Und den in der Mitte. Tom ist ein Genius. So. Meinst du, das ist der Lichtpfad? Sollen wir da jetzt zuerst rein oder zuerst die Frau nochmal probieren? Erst mal rein.